Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde. Na, wie geht's euch? Also mir geht's prächtig, denn ich werde gleich zum Bremenplatz fahren und da ein Spiel sehen. DEG gegen KFV. Ja, aber DNL, also zweite Mannschaft. Egal, geile Scheiße. Bremenplatz ist immer geil, wisst ihr selber. Und danach werden wir uns ins Auto schwingen und nach Mannheim fahren und ja, dort Adler versus DEG sehen und mit hoffentlich 3 Punkten im Gepäck wieder nach Hause fahren. Ja, so weit, so gut. Aber jetzt mein ernsteres Thema. Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt von YouTube, dass ich bis zum 20.02. 1000 Abonnenten erreichen muss und 4000 Stunden Wiedergabezeit erreichen muss. Denn ansonsten, ansonsten, wenn ich es nicht erreiche bis zum 20.02., wird YouTube mir meine Partnerschaft kündigen. Ja, leider, leider, Gottes, aber wahr. Ich werde natürlich alles dran setzen, dass ich das schaffe. Und da muss ich auch an euch appellieren, dass ihr ein Abo hinterlasst. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen, es ist ja gar kein Muss. Es ist absolut kein Muss. Würde mich natürlich freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Entweder auf dem Weg oder am Bremenplatz wieder. Haltet so lange die Ohren steif. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ja, meine Freunde, jetzt sind wir am Bremenplatz. Leider in der kleinen Halle. Leider, leider, leider. Aber egal. Ja, ist halt die DNL. Kann man nichts ändern, ist DNL und ja. Was? so könnt ihr es sehen. Ja, und da bin ich jetzt und gleich fängt das Spiel an um 11 und ja. Mal gucken, was ich gleich noch aufnehmen kann. Bis später. Was ist? Ja, mit den netten Jungs, Mädels, kommen wir nach Mannheim. Der Mensch, kleine Mann, sind die denn da am Klo, ja, oder Mensch? Sei doch mal leise da. Ja, der Marcel der ist schon wieder gut dabei. On fire, sag ich jetzt. Tor! Hätte ja klappen können. Meinst du, wenn er die anderen Tore nicht gefunden hat, pfeift der das oder was? Ja, natürlich. Das ist mir doch egal. Immer und überall scheißkalt. Ja, normal, ne? Du stehst gerade hier von der Wilde raus. Oh!
Da soll er doch was sagen. Damit muss ich jetzt fahren? Damit? Never ever. Was zahlst du? Sechs. Was zahlst du? Alter, da steige ich doch nicht freiwillig ein. Dann lauf. Alter, nee. Was zahlst du? Gar nichts. Alter, nee. Die Spritkosten könnt ihr vergessen. Tja, Freunde, da sind wir hier auf der Autobahn. Und wer kommt uns da entgegen? Der Mannschaftsbus. Der Mannschaftsbus von der Ecke. Der Ecke? Der Ecke. Und ich habe hier, also ich fühle mich hier gerade wie so eine eingequetschte Ölsardine. Wir können auch gleich tauschen, wenn du willst. Nee, danke. Ach, lass es gut sein. Druck auf Noah. Ja, aber der Bus darf ja nicht schneller als 80 fahren, also von daher. Was hast du zu sagen? Ich? Wo sind die überhaupt? Also, die sind immer noch. Sag was. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich. Ich bin weiter am Trinken. Er ist am Saufen. Ich nicht. Ich habe nichts. Jetzt schon. Ja, warte. Ja, jetzt schon. Ja, so werde ich verpflegt hier. Jetzt ist er weg. Nee, der ist da hinten. Ja. Aber Freunde, ich muss in einem Berliner Auto sitzen. Oh. Aber ich habe es schon geschmückt. Ja, so bin ich. Ach, ganz, ganz weit da hinten ist er. Ich würde mal sagen, wir sehen uns später wieder. Haut da rein. Tschüss. Tschüss. Ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, er da, der guckt mich die ganze Zeit an. Ich krieg schon Verfolgungswahn. Guck mal. Guck doch mal rein. Der will nicht. Der guckt mich immer nur an. Ja, er guckt rein. Hey. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Na. Die Ladies. Was? Wo sind denn die Männer? Ich kenne das Ziel nicht. Hello! So, bis später! Mit der 89 David und mit der 90 Luke.
mit der 94 Phil, mit der 94 Chef, mit der 44 Dennis Endres und unser Coach Bill. An seiner Seite Jochen. Arena, wo wir den Besuch
herzlich willkommen. Hey, 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 ole, 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 hey, hey, ole, 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 hey, hey, ole, 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 ole. Aber kannst du mir ja schicken, oder? Wir rufen auf zur Starting Six. Unsere Gäste, DDDG. In der Verteidigung mit der 9, Adiat Marco Novak. Mit der 45, Alexander Bika. Im Sturm mit der 11, Ede Lewandowski. Mit der 57, Gary Boyce. Und im Tor mit der 34, Daniel Bakker. Mit der 22 Matthias, mit der 84 Friedrich, Andrew und mit der 89 David im Tor, mit der 44 Dennis Elres. Ja, wie war die Freunde? Es ist angerichtet. Und nehmen wir wie ein Trikot! Halt, bald! Viel Spaß mit unserer Begeisterung! Also Freunde, das Spiel ist jetzt vorbei. Ja, ich habe mich ein wenig betrinkt an. Unser größter Fan, hier war gerade die größte Stimmung. Wir fahren jetzt aus Mannheim zurück nach Düsseldorf. Und genau mein Reden. Genau. Sag mal kurz mal dahin, ja. Was? Ja, in einem Stadion. Sag mal kurz. Da waren wir. Ich glaube nicht, dass man das sieht. Nein, das sieht man nicht. Nein, das sieht man nicht. Nein, das sieht man nicht. Genau. Und DG hat leider Gottes 3-1 verloren. Guck doch, da oben nicht steht. 3-1 haben wir Mach dein Ding doch kaputt, Mama! Hier ist eine kleine blaue Lampe. Alter Schwede, hier ist was los, ey! Oh, Moment mal. In meine Eishockey-Klammer. Ja, was hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Also, wir haben jetzt noch gute 2,5 Stunden, 3 Stunden fahren haben wir noch vor uns. Und mal gucken, wie lange mein Akku noch reicht. Ich hab jetzt 3% Akku. Axi. Alter Schwede. Axi, hör doch auf. Ich melde mich, wenn der Mann wieder eingeschlafen ist. Ja, ist doch gut.